Das heißt, wenn man als Shelly gegen eine Bee reingeht, dann verliert man einfach. Was? Was geht, Bros? Ich bin's wieder, euer Brawl Bro, und willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Heute werden wir schauen, wie der neue Brawler Bee gegen jeden anderen Brawler im Brawl Stars spielt, Freunde. Ich bin mega gespannt. Ich denke mal, also meine Prognose ist, dass Bee mit der stärkste Brawler im ganzen Spiel sein wird. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf das Video, Leute. Abonniert meinen Kanal. Danke für die 400.000 Abonnenten. Und wir gehen rüber. Let's go, Leute. Und zwar schauen wir uns das Video an von Lex Brawl Stars. Link in der Beschreibung. Credits sind da, Leute. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Und ja, Mann, er hat es gemacht. Bee versus 1 gegen 1 gegen jeden Brawler. Und let's go. So. Okay, Digga, ich bin mies bereit. Ich glaube, wir machen kurz den Sound ein bisschen lauter. So. Okay, zeig mal her. Okay. Gleichzeitig haben sie sich gekillt. Damage steht. Ja, Bee natürlich mehr wegen dem letzten Hit. Oh, Digga. Alter, guck mal, die Star Power, Digga. Die Star Power. Ein Leben. Ja, Digga. Es ist schon gerade ausgeglichen, ne? Es ist schon, also. Klar. Aber guck mal, allein die Star Power, dass sie mit einem Leben überlebt. Guck mal, immun einfach. Einfach immun. Leute, what the fuck? What the fuck? Einfach immun. Ihr habt's gesehen. Digga, was? Guck mal. Immunität, Leute. Die Star Power, falls ihr es nicht wisst, die bewirkt ja, dass Bee nicht mit dem letzten Hit gekillt wird, sondern dass sie mit einem Leben überlebt und danach ein kleines Schild kurz hat. Digga, was? Das ist viel zu OP. Ein Leben wieder. Guck mal. Use Code Lex. Ein Leben und wieder gewonnen. Alter. Wieder ein Leben. Ja. Alter, trotzdem, ich bin gespannt, welcher Brawler sie wegholen wird, Leute. Ich bin so krass gespannt. Bibi safe. Nein, Bibi doch auch nicht. Was? Wer hat denn dann eine Chance gegen sie? Keiner. Mortis. Nicht mal Mortis, Digga. Ey, Leute, gebt ein Like, wenn ihr auch findet, dass sie viel zu übertrieben OP ist. Ja, okay, Digga, aber sie hat den Heilturm da. Also ihren Heil-Ninja, genau. Also, Bee hat trotzdem sogar gewonnen, obwohl sie den Heil-Ninja hat. Jetzt kommt noch El Primo. Guck mal, keiner kann was machen. Es ist doch viel zu übertrieben. Es ist doch viel zu übertrieben. Guck mal. Guck mal. Hat sie überhaupt irgendjemand schon besiegt? Nein, nur Nita. Die haben sich gleichzeitig gekillt gehabt. Aber sonst niemand. Was? Okay, der Spike. Nicht mal der Spike, Bro, Leute. Was? Jetzt aber. Jetzt aber durch das Vergiften. Okay. Bis jetzt Nita und Crow sind die einzigen, die es geschafft haben, Bee zu holen. Leon. Mach keinen Scheiß, Leon. Ey, Leute. Es ist doch so unfair. Was? Ich frage mich, wie lange hat sie dieses Schild? Guck mal, das Schild ist da. Der Schuss wurde getankt. Sie hat es auf jeden Fall auch geschafft, Piper zu killen, Leute. Jetzt gucken wir weiter. Es ist nicht normal. Hier geht's schon weiter zum nächsten Brawler. Das war gerade das mit Piper, glaube ich. Digga. So, yeah. Es ist viel zu übertrieben. Es ist viel zu übertrieben. Warte mal, hier geht's weiter. Okay, Bull gegen Bee. Das Ding ist, Leute, guck mal. Bull macht ist also vom Nahkampfschaden her der stärkste Brawler im ganzen Spiel, weil er so krank viel Schaden macht. Er macht mit 3 Hits über 9000 Schaden. Überlegt mal, Bee hat nur 3300. Und wenn er jetzt auch verliert, also dann ist wirklich, dann geht dieses Video an Supercell, dass Bee direkt genervt werden muss. Weil, Digga, wie kann das denn fair sein? Guck mal.
Okay, ich dachte schon. Aber guck mal, trotzdem knapp. Trotzdem knapp, Digga. Hä? Was? Es ist einfach trotzdem knapp. Ich fass es nicht. Aber trotzdem hat Bull als einziger Brawler jetzt geschafft, B zu besiegen, ohne dass er stirbt. Krass. Trotzdem, Digga. Alter, was? 500 Hitpoints left on Bull whenever B goes. Viel zu heftig. Viel zu heftig. Der nächste ist El Primo. Da bin ich jetzt auch gespannt, Leute. El Primo gegen B. Ich sag auch, El Primo wird gewinnen. Ist dasselbe wie bei Bull. Auch knapp. Auch knapp. Sehr, sehr knapp, aber El Primo hat es auch geschafft. Also, El Primo und Bull, die einzigen zwei, die es bis jetzt geschafft haben. Sehr krass. Macht er jetzt immer, zeigt doch die nächsten Roller direkt. Ich will nicht, dass er da dazwischen labert. Let's see. Okay, Rosa. Was sagt ihr? Ich sag, Rosa gewinnt auch. Ja. Safe. Oh mein Gott, es war sehr knapp. Es war sehr knapp, aber Rosa hat das Ding auch geholt. Now Rosa would have won. Okay, er labert wieder. Okay, der nächste. Frank, Leute. Machen wir es mal so einzeln. Frank. Frank, ich sag, Frank wird verlieren. Oder? Wir müssen überlegen. Frank hat auch sehr viel Leben. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, okay. Frank hat es auch geschafft. Also, Rosa, Bull, El Primo und Frank. Vier dicke Nahkampf-Brawler und die haben alle gewonnen. Also im Nahkampf... 8400 Damage. Im Nahkampf können die nichts machen. Also kann B nichts machen. Nicht viel. 8-Bit. Oh, da bin ich jetzt auch gespannt. 8-Bit, Digga. Ich sag 8-Bit verliert, weil es dauert zu lange, dass seine Schüsse nachladen. Oder? Nein. 8-Bit gewinnt. Er macht viel mehr Schaden. Er burstet sie mit einem Burst weg. Guckt jetzt. Ja, Digga. Ich wusste es. Okay, 8-Bit hat auch gewonnen. Gut, dass ich noch meine Entscheidung umgeändert habe. Jetzt kommt Pam, Leute. Jetzt kommt Pam. Pam, auch schwierig. Sehr schwierig, Digga. Okay, nein. Digga, was mit dem ersten Burst? Ja, aber okay, ich dachte nicht, dass sie jetzt so nah drin stehen wird. Okay, Pam auch. Pam hat es auch geschafft. So then, who's number one? There can only be one. Okay, zeig mal. Daryl. Gewinnt auch. Safe. Ja. Okay, das Ding ist, Leute, das Schild, ich dachte, das Schild würde viel, viel länger halten. Also, nachdem sie ja den mit einem Leben überlebt, kriegt sie ja ein Schild, was sie kurz unsterblich macht, aber ich dachte, das Schild wird viel länger gehen. Also, das ist ja noch ein bisschen kurz gehalten, deswegen ist es noch in Ordnung. Auf jeden Fall, Leute. I mean, it's Daryl's update. He's got his own pirate ship. Why shouldn't he be number one? And he is with 2520 hit points left. Ja. Okay, das Ding ist, das Video von ihm ist jetzt vorbei. Still a pretty impressive showing for B. Warum? Das sind doch nicht alle Brawler. Jungs, das sind doch lange nicht alle Brawler. Warte mal. Dann gucken wir hier, warte. Warte mal, tu mal direkt aus, irgendein Russe. Jetzt Barley zum Beispiel. Hier sehen wir jetzt die anderen Brawler, jawohl. Ich weiß nicht, warum Lex jetzt nicht die anderen Brawler gezeigt hat. Auf jeden Fall sehen wir hier den Rest. Das ist natürlich auch wichtig. So. Was? Ein One-Hit? Ein cleaner One-Hit? Mach keinen Scheiß. Der arme Tick, Digga. Barley. Alter. Okay, sie stirbt aber auch, oder? Nee, Alter, was? Deiner Mike? Keine Chance. Penny? Poco? Huch. Oh, sehr knapp, aber hätte es noch geschafft, Poco die Ulti zu machen, dann hätte es noch gesessen. Ah, lol, guck mal, der hat einfach Lex sein Video eingeblendet hier. Oh, Shelly. Shelly? Haben wir Shelly schon gesehen? Ich glaube, nee, Shelly? Auch von. Einfach Shelly verloren. Nochmal, warte. Shelly hat einfach verloren. Ich fasse es nicht. Das heißt, wenn man als Shelly gegen eine Bee reingeht, dann verliert man einfach. Was? Auch. Und?
zack, weg. Ey, Leute, das ist einfach viel zu übertrieben. Es ist doch wirklich viel zu übertrieben, Mann. Ja, Colt hatten wir schon gesehen gehabt. Penny hatten wir noch nicht gesehen. Oder hatten wir Penny gesehen? Doch, ich glaube, Penny hatten wir auch gesehen. Brooke, doch, die hatten wir nicht gesehen. Brooke. Oder? Doch, Brooke hatten wir. Oder? Nee, Brooke hatten wir nicht. Oh, goldlicher Buch. Hoch, Flex, Flex. Okay, hat's nicht geschafft. Was auch, hat mich auch echt gewundert. Hier, Rico. Rico hat mir noch nicht. Ems hat's ja nicht geschafft, aber zeig mal ja. Auch nicht. Ey, das ist doch einfach unfair. Er hat mir auch geguckt. Warte, hier hatten wir Brawler. Mortis hatten wir auch schon. Terra. Terra hatten wir auch schon. Warte, Genie. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Brawler, die noch drin sind hier, die wir noch nicht hatten. Oder? Oder, Leute? Warte, wir gucken erst noch. Keine Chance. Doch, das hatten wir geguckt. Das ist von Lex. Hier unten steht es. Stimmt. Digga, okay. Er schneidet einfach das Video von Lex hier rein und benutzt es als sein eigenes. Genau. Ich will auf jeden Fall sagen, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Meiner Meinung nach ist B, ihr habt es ja selber gesehen, einfach viel zu OP. Jeder Brawler kann gegen sie nichts machen, außer ein Nahkampf-Brawler. Und dabei zählt jetzt nicht Shelly, sondern Bull, El Primo, Rosa, Frank. Dann war es noch, wer war es noch? Ihr habt es eben gesehen. Gebt ein Like, Leute, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Ich bin mega bereit für das Update, Leute. Ich werde B am ersten Tag direkt ziehen und Max auch. Deswegen abonniert meinen Kanal, damit ihr das nicht verpassen werdet. Aktiviert auch die kleine Glocke, checkt den Spike Bro Merch ab und ich würde sagen, macht's gut, meine Bros. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Pschuh.